In Wabi Profi 3 können Sie Ihren Artikeln sogenannte Lager- und Ausgabeplätze zuweisen. In diesem Video wollen wir beides jetzt kurz behandeln. Zuerst schauen wir uns mal die Ausgabeplätze an und erklären mal den Begriff. Ein Ausgabeplatz ist, wie es eigentlich der Name schon sagt, die Ausgabe einer verkauften Ware auf einen differierten, also sprich unterschiedlichen Platz, an dem die Rechnung der Verkauf getätigt wurde. Im Klartext, Sie haben eine Kasse. Dort kauft der Kunde diesen Schlauch zum Beispiel, den wir gerade markiert haben. Und die sagen aber, fährst bitte ins Lager 1, dort kriegst du den Schlauch ausgehändigt, lieber Kunde. Wenn Sie so oder solche Konstellationen haben, dann ist die Definition der Ausgabeplätze die richtige Wahl. So, wenn Sie auf Ausgabeplätze gehen, die Sie im Übrigen über die Toolbox erreichen, können Sie hier Ausgabeplätze definieren, festlegen. Sie sagen, der Platz heißt Lager 1, egal. Und das Schöne ist es, wenn Sie hier an diesem Platz etwas verkaufen, eine Rechnung, einen Barverkauf tätigen, wie auch immer, Sie verkaufen diesen Schlauch, bekommt der angeschlossene Lagerplatz, also der Ausgabeplatz, auf seinen Drucker, der im Netzwerk natürlich freigegeben ist, den wir einfach mal so benannt haben, einen Ausdruck, dass jetzt gleich jemand kommt und diesen Schlauch abholt. Somit kann der Mitarbeiter diesen Schlauch gleich herrichten und der Kunde hat verkürzte Wartezeiten. Das ist ganz cool, das funktioniert auch sehr gut. Berücksichtigen müssen Sie hierbei Folgendes, dass natürlich der Drucker, der im Netzwerk ist, den Sie hier erreichen können, der aber auch im Netzwerk freigegeben ist, damit er erreichbar ist, ja, da müssen Sie halt Ihren Admin fragen, ist jetzt nichts Schlimmes eigentlich, einen Drucker im Netzwerk freizugeben, dass Sie den hier deklarieren bzw. hinterlegen. Ja, und das war es dann im Prinzip schon und dann können Sie hergehen und können in der Karteikarte Zusätze sagen, dass Sie hier einen Ausgabeplatz haben. Und da stehen Ihnen jetzt die definierten Ausgabeplätze zur Verfügung, die Sie hier auswählen können oder ganz einfach entfernen können, wenn Sie sagen, nee, das brauche ich nicht. So, das waren die Ausgabeplätze. Kommen wir jetzt an dieser Stelle gleich zu den Lagerplätzen. Was ist ein Lagerplatz? Ein Lagerplatz kann einfach die Kennzeichnung eines Artikels auf einem bestimmten Platz sein. Das heißt, wenn Sie ein bestimmtes System haben, dass Sie sagen, im Regal H1 liegen nur Schläuche, im Regal was weiß ich, B5 liegen nur Haushaltswaren. So jetzt ganz, ganz grob können Sie es so machen. Gehen Sie hier auf Ändern. Na, standardmäßig ist hier nichts drin. Sie definieren Ihre Lagerplätze. Ich sage jetzt mal Hochregal, ist doch wurscht. Hochregal 1. Speichern wir das und machen wir ein neues. Und Hochregal 3. So. Nun können Sie hier sagen, pass mal auf, der Artikel liegt im Hochregal 1. So. Und das war's schon. Das ist halt für denjenigen, der den Artikel dann holt, sehr, sehr hilfreich, weil er dann weiß, aha, am Hochregal 1 ist der Artikel, da muss ich ihn quasi rausziehen und schnell vorbereiten. Ja, das war jetzt die Abhandlung von Lagerplätzen und Ausgabeplätzen.